Ja, Freunde, was geht ab? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Höchstwahrscheinlich, wenn ihr dieses Video sehen werdet, ist es nicht mehr morgen. Sag Wallah. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich gerade erst aufgewacht. Sehe aber trotzdem geil aus wie immer. Und wir gönnen uns heute mal nach langer Zeit wieder ein Video von dem Ehrenbruder Ben Bugatti. Grüße und Kuss an der Stelle gehen raus an ihn. Es geht diesmal um Nelly! Mit dem Video Nelly, der Untergang einer Rap-Größe. Und ich denke mal, die meisten von euch sollten Nelly kennen. Einfach halbe Lied zensiert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mal sagen, auf entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go. Wenn man an den Hip-Hop aus den 2000er Jahren denkt, dann gibt es Künstler wie 50 Cent, ja. Eminem oder Kanye West, die immer wieder genannt werden. Dabei gibt es einen Rapper, der Anfang der 2000er Jahre Millionen von Platten verkauft hat, doch fast nie genannt wird. Und zwar Nelly. Songs wie Hot in Her oder Dilemma sind bis heute Klassiker, die überall auf der Welt zu hören sind. Hot in Her. It's getting hot in here. Oh, so take off all your clothes. I am getting so hot. Doch nur die wenigsten wissen, was aus Nelly geworden ist. Von Nummer 1 Hits zu Steuerschulden und Gerichtsverfahren. Vor allem damals hat wirklich jeder, den ich kannte, also nicht jeder, aber schon 50% der Leute, die ich kannte, auch hier so ein Ding dran geklebt und dachten, die wären jetzt cool, haben den einfach nachgemacht. Das hier ist die Geschichte von Nelly. Cornell Haynes Jr., alias Nelly, wird am 2. November 1974 in Austin, Texas geboren. Als er noch ein Kind ist, zieht er mit seiner Mutter, die sich von seinem Vater scheiden lässt, nach St. Louis. Dort geht er zur Schule und formt mit seinen Freunden eine Rap-Gruppe namens St. Lunatics. Sie machen regelmäßig Musik, bis sie sich nach einer kurzen Zeit einen lokalen Namen machen können. Im Jahre 1997 releasen sie dann ihr erstes Musikvideo namens Gimme What You Got und damit kriegen sie die Aufmerksamkeit von Universal. Doch als sie sich mit Universal treffen, will Universal nur einen aus der Gruppe unter Vertrag nehmen, und zwar Nelly. Nelly hat zu der Zeit noch keine Solo-Projekte, doch diese Chance können sie sich nicht entgehen lassen. Nelly entschließt sich, bei Universal zu unterschreiben und will seine Gruppe nachholen, wenn er es geschafft hat. Ich schwöre, ich habe von der Gruppe noch nie was gehört. Ich habe mir wirklich damals sehr, sehr viele Songs von ihm reingezogen. Wie gesagt, er war einer der Leute, dessen Songs ich mir sehr gerne reingezogen habe. Aber von dieser Truppe habe ich nie was gehört. Im Jahre 1999 ist es dann soweit. Nelly signed den Vertrag und setzt sich monatelang an die Arbeit, um sein Debütalbum zu kreieren. Im Februar 2000 erscheint dann Nellys Debütsingle namens Country Grammar. Die Single kann jede Woche höher charten, bis sie irgendwann auf Platz Nummer 7 der Billboard-Charts landet. Der Song wird in jedem Club und im Radio gespielt. Der perfekte Moment, um sein Album zu releasen. Im Juni desselben Jahres erscheint dann sein Debütalbum, das auf Platz Nummer 3 einsteigen und bis auf Platz Nummer 1 hochklettern kann. Das Album verkauft sich 250.000 Mal, allein in der ersten Woche. Und das macht Nelly zu einem Megastar. Der Erfolg ist für jeden überraschend, vor allem für das Label, die das Budget von Nelly sofort erhöhen. So kann Nelly dann seine zweite Single namens EI im Oktober releasen und die dritte Single, Ride With Me, die im Jahre 2001 erscheint, kann sogar auf Platz Nummer 3 der Singlecharts einsteigen. Zu dieser Zeit wurden noch tausende von Platten verkauft und dass ein Rapper eine Top 3 Single hat, ist eher seltener. Außerdem ist es krass zu sehen, wie lange so ein Album gelebt hat. Heutzutage leben Alben einfach nur ein paar Wochen und dann sind sie schon wieder vergessen. Naja, wie dem auch sei. Im Jahre 2002 hat sich das Album schon über 7 Millionen Mal verkauft. Mittlerweile sind es schon über 10 Millionen. Nach dem Erfolg nimmt er wie versprochen das Album mit seiner Gruppe St. Lunatics auf und arbeitet mit Künstlern wie Jagged Edge und NSYNC zusammen. Okay, Respekt dafür, dass er das gemacht hat. Ja, dass er seine Gruppe mäßig ein bisschen mit nachgezogen hat. Diese Kollabos können in die Charts einsteigen. Und im April 2002 erscheint dann die Single Hot in Her aus seinem zweiten Album Nellyville. Die Single ist ein Mega-Hit und kann sofort auf Platz Nummer 1 einsteigen. Genauso wie das Album, das sich über 750.000 Mal in der ersten Woche verkauft. Mit dem Album-Release wird dann auch die zweite Single namens Dilemma featuring Kelly Rowland released. Und auch die Single kann wieder mal auf Platz Nummer 1 einsteigen. Nelly wird zum größten Künstler in der Hip-Hop-Szene. Kelly Rowland gehörte zu Destiny's Child, wo Beyoncé die Anführerin mäßig war. Da waren ja drei Ladies und sie war eine von diesen dreien. Alles, was er anpackt, wird erfolgreich. Genauso wie die Single mit Diddy, die wieder mal auf Platz Nummer 1 landet. Puh. Im September 2004
released Nelly dann gleich zwei Alben namens Sweat und Suit. Und beide Alben können auf Platz Nummer 1 und 2 einsteigen. Jedes Album verkauft sich ca. 350.000 Mal. Und das Suits-Album bekommt mit der Zeit 3 Platin-Auszeichnungen. Doch ab dem Jahre 2005 wird es langsam ruhiger um Nelly. Seine krebskranke Schwester verstirbt und Nelly zieht sich deswegen ein wenig zurück. Um den kreativen Break zu überbrücken, wird ein Album mit alten Songs released. Auch wenn Nelly eigentlich keinen Kopf für die Musik hat. Die Single Grills kann wieder ohne viel Promotion im Jahre 2006 auf Platz Nummer 1 der Charts einsteigen. Doch bis zum Jahre 2008 gibt es dann so gut wie keine Musik mehr von Nelly. Dafür entwickelt er andere Geschäftszweige, wie zum Beispiel die Apple Bottom Jeans. Ja, genau die Jeans, über die T-Pain singt. Doch ab dem Jahre 2008 geht es langsam bergab für Nelly. Sein Ex-Manager berichtet davon, dass Nelly finanzielle Probleme hat. Grund dafür ist seine Spielsucht und außerdem soll Nelly süchtig nach Steroiden und dem weißen Teufel sein. Doch die ganzen Vorwürfe weist er immer wieder von sich. Im September 2008 erscheint dann sein nächstes Album, Brass Knuckles. Das Release-Datum wurde sehr oft geändert, weil keine Single gut charten konnte. Doch das Album kann auch auf Platz Nummer 3 der Charts landen. Krass, aber Spielsucht kann ich verstehen, dass man da eine Menge Geld verballert und so, aber Steroide? Dass man an Steroiden viel Geld verballert? Keine Ahnung. Platz 3 hört sich jetzt erstmal gut an, aber zu dieser Zeit ist die Musikbranche an einem Tiefpunkt. Deswegen kann sich das Album auch nicht mal 40.000 Mal in der ersten Woche verkaufen. Dazu kommt noch, dass Nellys Cousin namens Michael Johnson erschossen wird und deswegen kann Nelly sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Es dauert wieder 2 Jahre, bis das nächste Album erscheint, das nun noch auf Platz Nummer 10 der Charts einsteigen kann. Das Album erreicht nicht mal den Goldstatus. Und auch sein vorletztes Album namens M.O. steigt leider nur auf Platz Nummer 14 der Charts ein. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr schade, ne? Wenn einmal der Hype weg ist, ist es sehr schwer, diesen Hype wieder zu erlangen. Man kann sich dort nur noch 3 Wochen lang halten. Das Album hat sich bis heute nur 23.000 Mal verkauft. Unglaublich. Nach den ganzen Misserfolgen versucht Nelly sein Glück in der Fernsehlandschaft. Er ist ein Teil der TV-Serie Real Husbands of Hollywood und bekommt seine eigene Soap namens Nellyville. Krass, wusste ich gar nicht. Muss ich mir vielleicht mal reinziehen. Die leider floppt und nach der zweiten Staffel abgesetzt wird. Okay, zieh ich mir doch nicht rein. Im April 2015 wird Nelly dann noch verhaftet. Bei einer Kontrolle in Tennessee werden Waffen und Weed in Nellys Bus gefunden. Nach Zahlung einer Kaution ist er dann wieder auf freien Fuß und im Dezember desselben Jahres wird er schuldig gesprochen und bekommt eine Bewährungsstrafe. Und leider wird es noch stressiger für Nelly. Denn ein Jahr später wird berichtet, dass Nelly mehrere Millionen Steuerschulden hat. Und bei einer Tour im Jahre 2017 wird Nelly dann erneut verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich an einer Frau vergriffen hat. Doch nach ein paar Monaten zieht die Klägerin ihre Anklage zurück. Im Jahre 2018 wird Nelly dann erneut von 2 Frauen angeklagt, die dasselbe behaupten. Ey, das ist so krank. Du weißt heutzutage gar nicht mehr. Stimmt das nicht? Machen die das nur fürs Geld? Machen die es nur für Fame? Machen die es nur für die Aufmerksamkeit? Das ist traurig. Er wurde nie verurteilt. Doch seit diesen Anschuldigungen möchte fast keiner mehr aus der Szene mit Nelly zusammenarbeiten. Ja, genau das passiert dann. Sein letztes Album, Heartland, das im August 2021 erscheint, kann dann nur noch auf Platz Nummer 45 der Charts einsteigen und als könnte es nicht schlimmer kommen. Anfang des Jahres 2022 hat Nelly aus Versehen ein Video auf Instagram geleakt, in dem zu sehen ist, wie er oral befriedigt wird. Noch bevor er das Video löschen konnte, trendet er schon bei Twitter. Jetzt mal Real Talk, Leute. Wie passiert sowas? Wie kann so etwas überhaupt passieren? Aus Versehen oder eher um Promo zu machen? Also. Alle machen sich lustig mit Memes über ihn. Seitdem kann man, glaube ich, offiziell sagen, dass Nellys Karriere leider zu Ende ist. Nach den ganzen Vorwürfen und den schlechten Schlagzeilen wird Nelly nur noch belächelt. Und nur wenige erzählen, wie krass Nelly in den 2000er Jahren war. Junge, er hat da alles auseinandergenommen, um nicht zu sagen, er hat da alles gefickt. Ja, nee, wer kennt Nelly nicht aus meiner Zeit, aus meiner Generation? Jeder kennt Nelly. Ohne Nelly kann man sich diese Zeit gar nicht vorstellen. Er hat so kranke Bretter geballert. Ey, wir haben das nachgerappt, wir haben das gefühlt. Ich hab mich so angezogen wie er. Oder der Typ ist eine Legende. Um diese Doku nicht schlecht zu beenden, noch ein kleiner, sehr nicer Side-Fact von Nelly. Seit dem Jahre 2014 arbeitet Nelly, der mittlerweile auch 2 Kinder hat, mit 2 Schulen zusammen. Er sammelt regelmäßig Geld, damit Kinder aufs College gehen können. Und ich bin ehrlich zu euch, Hot in Her war einer meiner Lieblingssongs damals. Und ich habe sehr viele gute Erinnerungen
wenn ich seine Songs höre. Ja. Wisst ihr noch, wie Nelly damals immer ein Pflaster im Gesicht hatte? Das haben sogar voll viele nachgemacht. Sag ich doch, es war einfach so. Übrigens hat Nelly das Pflaster für einen Freund namens City Spud getragen, der 10 Jahre im Knast saß. So lange, bis er wieder aus dem Knast gekommen ist. Echt coole Aktion von Nelly, oder nicht? Ja. Ja, Freunde, so viel zu Nelly. Ich dachte mir, er wäre in Vergessenheit geraten, wie die meisten anderen da draußen, die irgendwelche andere Businesses gestartet haben. Die haben ihre Reichweite ausgenutzt, die haben ihren Bekanntheitsgrad mäßig ausgenutzt, um hier und da Fuß zu fassen. Sehr, sehr schade. Trotzdem scheint es ihm ja irgendwo noch gut zu gehen. Sonst würde er nicht einfach mir nichts, dir nichts, zwei Schulen unterstützen und damit auch sehr, sehr vielen perspektivlosen Jugendlichen mäßig so eine Art Gelegenheit bieten. Doch noch was aus ihrem Leben zu machen. Schreibt ihr mir eure Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!